Hallo zusammen. Hallihallo. Ja, wir haben heute Samstag und sind jetzt von Zell am See die knapp 45 Kilometer Richtung Lofa gefahren. Wir sind jetzt auch gleich schon da, 2 Kilometer. Fahren auf den Campingplatz Grubhof. Da hatten wir euch ja im letzten Video schon gesagt, haben wir reserviert für eine Woche. Und ja, da fahren wir jetzt mal hin und dann melden wir uns da an. Und dann, ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns später auf dem Campingplatz wieder. Bis dahin. Ja, wir haben jetzt hier eingeschickt, haben hier einen schönen Platz gekriegt. Wir waren ja hier schon mal. Ich glaube, die hat gesagt, wir haben 2 Plätze weiter gestanden. Und ja, sind jetzt auf Camping Grubhof hier, wie gesagt. Und der Platz ist auch relativ leer hier. Gehe einmal hier so mit euch hier rum. Ja. Ja, hier habt ihr am Platz, habt ihr gleich dann Stromanschluss. Der ist hier offen. Da müsst ihr dann euren Zählerstand fotografieren, vorher und nachher. Und dann wird hier halt nach Kilowattstunden abgerechnet. Ja, so sieht der Platz aus. Hier ist die Durchfahrt. Man kann hier auch nicht fahren, wie man will. Das sind die Einbahnstraßen. Ja, so dass einem keiner entgegenkommen kann. Ja, da oben, ihr seht die Gegend, wolkenbehangene Berge. Wetter ist so, naja, geht so. Also wir hatten ja gestern einen ganzen Tag Regen in Zell am See. Und den Tag davor war ja richtig warm, da hatten wir über 34 Grad und hier haben wir jetzt gerade gehabt, ich glaube 15. Ja, okay. Das erstmal so von hier mit den Sanitärgebäuden und bla bla bla. Kommt alles noch später. Bis dahin. Ciao. Hi. Hallo ihr Lieben. Ich stehe jetzt mal hier im Schatten. Ja. Ja, wir sind ja jetzt hier. Auf dem Camping Grubhof. Ja, gestern angekommen. Gestern haben wir mal nichts gemacht hier. In Lofa. Mhm. Und Wetter ist heute wieder top, soll wieder warm werden. Ja, und jetzt wollen wir mal vom Campingplatz direkt aus in eine Schlucht laufen. Eine gefährliche dann, Schlucht soll hier sein. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die hieß. Irgendwas mit Wall. Blenden wir ein. Ist egal. Auf jeden Fall gehen wir erstmal hier rüber. Ja. Ja. Dann müssen wir jetzt den Campingplatz hier verlassen. Dann gehen wir jetzt über so eine kleine Brücke hier. Wir müssen nämlich den Fluss überqueren. Mhm. Und der Fluss ist da. Ja, hier ging es mir hier los. Hier kann man ruhig schön baden. Ja, kannst du mal von hier aus so rüber filmen? Ich filme halt mal dem Mikro. Dann machen wir das mal fest. Ne? Genau. Ja. So. Guck mal, Leute, so. So sieht das hier aus. Hier ist übrigens die Zeltwiese. Die heißt? Saarlachwiese. Saarlachwiese. Ja, ja. Obwohl, da steht auch ein Wohnmobil, ne? Ja.
Ja, ist ja egal. Da kann man auch zelten, campen, ja. Wohnmobil hinstellen. Wie ihr seht, kann man hier auch zwischendurch zwischen den Steinen hier schön warten. Ja, also gar nicht schlecht. Kann man sich schön erfrischen hier, ne? Ja. Ja, lass uns mal weiterlaufen. Wir gehen jetzt mal erstmal hier rüber. Und dann gehen wir mal in die gefährliche Schlucht. Ich hoffe, wir sehen uns später wieder. Ja, dann schauen wir mal. Das ist eigentlich ein total schöner Campingplatz. Wir waren hier das letzte Mal 2018. Und der gefällt uns unwahrscheinlich gut, weil er erstens total schöne große Plätze hat. Der hat alles XXL-Plätze. Ja. Und die Waschhäuser, Leute, das ist der Wahnsinn. Also das hat so manch einer zu Hause nicht. Ja, dann nehmen wir euch heute Abend mal mit. Ja. Da ist ein Traum. Ja, wirklich. Ja, hier geht's wieder runter. Einfach cool. Ja, und die Gegend ist halt schön, ne? Man kann hier schön viel unternehmen. Ja. Und in der Hauptsaison, ab dem 1.7. kriegt ihr hier auch eine Salachkarte oder wie sie schimpft. Ja. Und damit könnt ihr dann umsonst auf die Bergbahn und in manchen Klamms und was weiß ich, ganz Ermäßigung, auch, ne? Ja, kriegst du eine große Ermäßigung. Aber mit der Bergbahn könnt ihr umsonst fahren. Das machen wir am Samstag. Ja, aber so eine Klamm machen wir noch mal vorher. Ja, klar. Aber wir haben ja noch Zeit. Wir haben ja eine Woche Zeit. Genau, wir sind ja gerade erst mal angekommen hier gestern. Ja. Wir müssen erst mal akklimatisieren. Wir sind ja über 45 Kilometer gefahren. So. Jetzt mache ich euch erstmal weg. Und dann, wenn es interessant wird, mache ich wieder an. Bis gleich. So, Leute, hier ist ja so ein Schild. Und da gehen wir jetzt hin. Strohwollener Schlucht. Genau. 40 Minuten. Ja, schaffen wir. Ja, wo geht's hin? In welche Richtung? Jetzt müssen wir da runter. Okay. So, jetzt mal kurz einen Stopp hier. Da seht ihr jetzt das Sanitärgebäude. Nummer 3, glaube ich, heißt das. Ja. Das ist also dieses größte von dreien. Das andere, das ist mehr rechts gelegen. Zeigen wir euch später nochmal. Ja. Ne? Man jetzt nicht da durchsehen. Nee. Aber guckt euch mal die Ansicht an. Ja. Schön mit den Bergen. Die Berge wieder. Da oben. Ha? So steht man hier. Total klasse. Ja, absolut. Ja. Ja, wir sind ja auch extra in Österreich geblieben, weil zu Hause so warm ist. Und hier kann man das echt noch gut aushalten. Genau. Ja, schön, ne? Und ja, hier sind Nachttemperaturen so von 14 Grad. Und es ist einfach schön, angenehmer. Hier kannst du nachts schön schlafen. Tagsüber ist es schön warm. Ich glaube, heute sollen auch irgendwie 26 Grad werden, ne? Ja. Gestern haben wir noch die Markise auch mal rausmachen müssen, weil die konntest du ja gar nicht so sitzen. Markise kannst du gar nicht sitzen da. Ja. So, hier geht's mal, wie schön das Wasser hier weggeht. Ist total schön hier. Guck mal. Ui. Herrlich, ne? Bei Kroatien, als wir noch in Kroatien waren, da wurde zum Schluss langsam nachts auch unangenehm, ne? Ja, wurde immer wärmer. Immer wärmer und da waren wir eigentlich schon. Nachher hatte ich schon gar keinen Schlafanzug mehr an. Nein, aber es war total unangenehm schon nachts. Und das ist überhaupt nicht mehr, finde ich. Ne. So hast du hier tagsüber richtig tolles Wetter, angenehm und vor allem hier am Fluss, das ist richtig mit Wind geht, es ist richtig schön erfrischend. Und du kannst was mit Unternehmen und Vegetieren, bevor du hin. Genau. Ja. So, jetzt genau, Stichwort Unternehmen. Ja. Wir gehen jetzt weiter. Wir gehen jetzt weiter, genau. Jetzt müssen wir hier hoch. Weiter, ne? Strohwollener Schlucht heißt sie. Ah, sag hier wird gefährlich. Also laut den Köttels sind hier Pferde und Kühe. Da hinten war ein paar Kuhscheißhaufen und hier liegen die Pferdeäppel. Mal gespannt, was uns da begegnet.
Leute, da hinten, dann gibt es einen Wasserfall. Hier kann sich wieder abkühlen, Hase. Ja, mal gucken, da oben. Ja, da kommst du schlechter dran, hier. Ja, aber wie gesagt, gucken, wie kalt. Oh, schön erfrischend, aber kalt. Da ist er, der kleine Niagara voll. So Leute, hier jetzt geht's wieder hoch. Bei 30 Grad. Prima. Leute, was mache ich mit der Frau? Die hat heute eine einfache Runde ausgesucht. Deswegen sind wir jetzt in so einer Schutzhöhle hier. Weil wir bei den Temperaturen erstmal Schatten brauchen. Ja, ist schon heftig. Also wieder. Obwohl jetzt Wasser läuft wieder, ja. Aber es ist jetzt angenehmer. Also es war da vorne mal eine Strecke gewesen. Da war es echt übel. Ja. Wir sind da noch nicht am Ende. Von da unten sind wir irgendwie gekommen. Ja. So, jetzt machen wir einen kleinen Sit-in. Hier und dann. Ja. Trinken wir jetzt erstmal ein Schlückchen und dann geht's wieder weiter, ne? Genau, ist aber trotzdem schön hier. Ja. Ist trotzdem schön, ja. Genau. So, jetzt geht's weiter. Mal gucken, was uns hinter dieser Biegung erwartet. Ah! Ist ja praktisch, das geht ja noch da hoch. Ei, Nicole. Ja. Wir müssen reden. Nein, aber sieht cool aus. Alles Baby. So Leute, nicht, dass ich ja Höhenangst hätte oder so. Aber das sieht schön aus. Teufels Badewanne. Da geht es so ein bisschen hoch. Da oben müsste dann Schluss sein. Herrlich. So ihr Lieben, wir haben jetzt den höchsten Punkt hier erreicht. 756 Meter. Ja, von da unten sind wir hochgekommen. Ging eigentlich, ne? Ja. Ja, die Stufen, die waren noch nicht so hoch. Man konnte da nicht ganz gut laufen. Da sind genug Bänke, wo du dich ausruhen kannst. Ja, auch, genau. Und dann die Kühle von dem Wasser, kleinen Wasserfall, der leichte Wind, war angenehm. Kann man machen, kein Problem. Ja. Ne, man kann sich auch Zeit lassen, haben wir ja auch gemacht. Genau. So, hier ist so ein Schild, wo man überall alles hin kann. Aber das ist alles 2 Stunden, 3 Stunden und ja, nee. Dann machen wir heute nicht. Nee, das geht dann noch höher. Hier, gehen geht's wieder hier runter. Und da sind wieder Steinmännchen, sehe ich gerade schon wieder. Und da gehen wir jetzt mal runter und dann kommen wir wieder Richtung Campingplatz. Genau, komm mit. Komm mit. Aber aufpassen, hier ist rutschig. Hier nochmal so für, ich habe jetzt einen ganz langen Arm für die Schwindelfreien. Leute. In diesem Urlaub, da habt ihr mich aber echt eine Kandare hier. Say it again, 'cause I can't take it all.
wir sind jetzt an unserem Startpunkt wieder angekommen, an dieser Brücke hier auf dem Campingplatz. Ja, also mal Fazit. Schöner Weg gewesen, ne? Schöner Weg gewesen, ja. Kann man gut machen. Ja. Ich weiß nicht, wir waren jetzt, glaube ich, vielleicht 2 Stunden unterwegs. Keine Ahnung. War möglich. Wir haben Urlaub. Egal. Wir haben Urlaub, genau. Wie ihr seht, man kann hier also sich gut erfrischen in dem Fluss. Ja, da sind gerade ein paar Schwimmen Kiezen. Ist jetzt nicht so gut. Nehmt euch vielleicht ein paar Badeschuhe mit, dann kommt ihr besser rein. Ja. Ja. Aber so echt schön. Ansonsten ist das total herrlich hier. Man kann hier, glaube ich, auch Rafting machen, aber das ist ein bisschen weiter runter. Im Ort unten, ich glaube, weiß nicht, St. Martin oder in Lofer gibt es Touren, die angeboten werden. Da müsst ihr euch aber anmelden. Macht bestimmt auch Riesenspaß. Ja, aber ich finde, es ist ein bisschen wenig Wasser. Naja, vielleicht ist das da oben ein bisschen anders, schmaler und tiefer. Und guck mal, ist das da hinten nicht die Bahn schon, da hinten in den Bergen? Kann ich nicht sagen. Ich meine, das ist schon die Bahn. Nee, das machen wir ein andermal. Ja, das machen wir ein andermal. Da fahren wir auch noch mit, dann nehmen wir euch auch mit hoch. Ja. Aber eins nach dem anderen. Ne? Wir sind ja mal gerade erst angekommen. Genau. Ich wollte nur sagen, dass sie da hinten ist. Ja. So, was machen wir jetzt? Jetzt sagen wir erstmal Tschüss. Ja, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück und trinken uns was Erfrischendes. Ja, und ziehen ein paar andere Schuhe an. Andere Schuhe anziehen und dann fahren wir mal ins Örtchen. Ne? Genau. Und wenn wir nachher wiederkommen aus dem Ort, dann zeige ich euch den Campingplatz mal ein bisschen. Fahren wir mit den Bienen einmal so kreuz und quer. Ne? Mhm. Und ja, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zurück. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Bis dann. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt gehe ich mit euch mal zum Sanitärgebäude 1 und zeige euch da mal ein bisschen was. Hier außerhalb findet ihr gleich eure Chemiekassettenentleerung. Kimper clean. Ich glaube, ja, 2 Euro. So, jetzt gehen wir mal rein. Hier ist der Eingang. Waschmaschine und Trockner müssen natürlich gemünzt werden. Hier kann man seine Handtücher aufhängen. Jetzt gehen wir mal in so eine Dusche. Hier seht ihr dann oben so ein grünes Licht. Da hinten ist es einmal rot. Wenn dieses Licht grün ist, nimmt man seine Karte, hält hier vor, davor halten, Tür auf. Ja, Leute. Abschließen natürlich nicht vergessen. Ja, das ist jetzt die Dusche, Sanitär, alles in einem, der Hammer, oder? Ja, Toiletten gibt es natürlich auch noch mal separat, aber die filme ich jetzt nicht, das sind ganz normale Toilettengebäude. Ja, so sieht das hier aus. So, ihr Lieben, jetzt habe ich die Kamera mal hier hingestellt. Das bleibt ja jetzt unter uns auch. Jetzt zeige ich euch mal, wie man hier super duschen kann. Ne? Bis gleich. Ah, herrlich. Ah. Nicht schlecht. Ich kann mal Wassertemperatur einstellen und schöner flacher Strahl, Handdusche, Handpause, prima. So. So, fertig. Ihr habt dann natürlich auch noch Steckdosen für den Föhn.
Ich glaube 4 Stück. Ja, alles da. So, wir hauen jetzt mal hier ab und dann zeige ich euch den Rest. Wie gesagt, wenn grün ist, Karte verhalten und rein. Hier ist rot, die ist besetzt. So, jetzt gehen wir mal. Da ist jetzt viel los, Spülbereich, jede Menge Plätze. Ja, hier nochmal Sanitärherren, auf anderer Seite für die Damen. Hier nochmal die ganze Reihe Dusche, Bücherregale, Sitzgelegenheiten. Und wir bringen jetzt unser Handtuch wieder weg. Hier kann ich nochmal eben waschen, mir ins Schiene, Trockner, Bügelbrett, alles da. So, ich hänge jetzt wieder mein Handtuch hier auf. Dann kann das hier schön trocknen und ist bereit für die nächste Dusche. Ja, das war es jetzt eigentlich von dem Sanitärgebäude schon. Die anderen Sanitärgebäude sind nicht so komfortabel, aber genauso gut. Deswegen stelle ich jetzt nur dieses hier vor. Ich denke mal, wenn ihr hier seid, werdet ihr sowieso in dieses Sanitärgebäude gehen. Ja. Ansonsten Stellplätze, wie gesagt, alle XXL, alle toll. Ich kann euch jetzt auch nicht jeden Stellplatz hier vorstellen. Halt mal einfach hier einmal so rüber. Das ist einfach riesig. Ja, ich denke mal auch, das sollte reichen. Im Internet gibt es natürlich auch noch Bilder. Und ich denke mal einfach, den Platz, den können wir echt empfehlen. Ja. Okay, wir frühstücken jetzt erstmal und dann wollen wir mal nach Peding fahren. Das ist ein Outlet. Sind so, ich glaube, 35 Kilometer eine Strecke. Da fahren wir jetzt mal mit den Bienen hin und gucken, ob wir da was kriegen. Heute mal ein paar neue Schuhe. Okay, bis dahin. Tschüss. So, ihr Lieben, ich habe hier mal einen Platzplan. Zeige ich euch mal ganz kurz. Also hier ist die Rezeption. Hier kommt ihr rein. Wir stehen jetzt hier. Da ist der Uferbereich. Hier ist dieses Sanitärgebäude, wo ich gerade wieder drin war. Gibt es hier noch mal eins. Da noch mal eins. Hier hinten noch mal eins. Ja. Dann ist hier das unterteilt. Hier diese Reihen, die sind, da sind Hunde willkommen. Hier eher nicht. Und hier hinten gibt es dann auch einen Bereich, ja, wo Leute ohne Kinder hingehen. Ja, so sieht es hier aus. Hier drüben, da ist die Brücke, wo wir gestern drüber gegangen sind zum Wandern. Ja, hier ist diese Saarlachwiese, die wir euch kurz vorgestellt haben. Ja, mehr kann man hier eigentlich gar nicht sagen. Ja, das wollte ich nur noch mal eben sagen. Okay.